Und willkommen zurück bei Resident Evil 7. Ja, was machen wir jetzt? Ich habe mir jetzt den Dietrich geholt, damit mache ich jetzt erstmal die Schublade in der Küche auf. Danach bewegen wir uns mal in den Kellerraum. Und ich denke mir, wenn ich mir hier die Karte ansehe, im Wasserspeicher waren wir bereits, dann versuche ich mal drüber in das andere Häuschen zu kommen. Aber ich tippe mal drauf, dass wir dafür irgendetwas brauchen. Irgendwas weiteres. Ansonsten müssen wir schauen. Da muss ich wahrscheinlich runterspringen ins Wasser und dann die Treppe hoch zu der Mutter. Was nicht angenehm wird. Die Alte ist ein bisschen creepy. Und von irgendwelchen Superpilzen befallen. Aber ich glaube, tief im Inneren ist sie eine gute Frau, eine liebende Mutter. Wie man es nicht anders kennt in solchen Videospielen. Ah, schön. Sehr schön. So, leck mich. Ah, verdammt. Okay, ja, seht ihr? Dafür brauchen wir jetzt nämlich einen Hebel. Oder eine Kurbel oder irgendwie sowas. Kommt jetzt immer drauf an, was das für ein Gerät ist. Wie es funktioniert. Sieht mir aber wohl eher nach einer Kurbel aus. Gut, gehen wir hier mal runter. Oh, eine antike Münze. Sehr schön. Ethan? Verpiss dich! Ethan! Eigentlich will ich nichts mehr mit dir zu tun haben, Alte. Ich hab dich eigentlich schon längst umgelegt. Ah, die Steinstatue für die Spinne. Ach komm, okay, komm. Erzähl kein Mist mehr, Mia. Ich will antworten. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Ah, der Sohn. Danny, stimmt's? Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum. Tu etwas! Ethan, hilf mir! Verdammt. Hm. Ja. Okay, jetzt haben wir die Steinstatue auf jeden Fall. Ganz ehrlich, die Alte geht mir ein bisschen auf den Sack. Ich hätte mir von vornherein sagen sollen, ey, Ethan, pass mal auf. So und so sieht's aus. Ich bin wahrscheinlich mit so einer Superspore infiziert, die mich total ausrasten lässt. Wobei ich die Ausraster doch ein bisschen krass finde und vor allen Dingen dieses Wechseln der Persönlichkeiten. Aber hey. Bleib draußen! Wow. Verdammt! Ah, wie macht die das denn jetzt? Ja, wir sollen ja hier. Ich möchte nicht unhöflich sein, ne? Aber ich muss doch ganz klar sagen. Eigentlich doch. Aha. Verdammt. Leck mich, Alte. Okay, sie kommt zurück. Ah, leck mich doch. Verdammt, Mistviecher. Ich hab dir gesagt, du sollst hier raus. Die gehört mir. Schau her, du lästiger Scheißer. Okay, du mieses Stück Scheiße. Ich hab genug von dir.
Ah, die Alte ist ein bisschen aggro. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass sie nicht mehr oben ist. Was ist das denn jetzt für eine... Die Apparatur schon vorher hier? Ah, von da kann ich wahrscheinlich dann das fehlende Teil klauen. Ist oben, geht dort nicht hin. Ah, verpiss dich doch einfach. Ist mir tierisch auf den Sack, Alter. Begehe ich sie mal ein bisschen mit dem Flammenwerfer. Komm schon! Alter! Boah. Scheint sie nicht unbedingt zu interessieren. Ach ja, Glühwürmchen. Wie süß. Ja, ich muss ja jetzt aber rein. Ich habe jetzt diese Steinstatue. Und mit der muss ich wieder diese Spinne nachstellen. Ja, möchte ich zumindest. Wäre nett, wenn ich das denn dürfte. Aber nein, die Alte steht natürlich voll im Wege. Hat schon so eine Hexenlache. Kommen der ganzen Sache schon näher, aber irgendwie passt das gerade noch nicht so wirklich. Ah, schon besser. So, wir haben die Tür auf. Ich renne gerade nochmal ganz schnell raus und speichere. Wenn man das hier Rennen nennen kann. Ah, Pillen geben. Ne, da ist nichts Interessantes mehr dabei. Aber interessant, dass Mia trotzdem noch lebt. Oh, was? Ein Moment, war das nicht? Nee, nein. Habe ich mich verguckt. Wo kommt denn jetzt die Taschenlampe her? Mist, 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 Mist! Ja, scheiße! Boah, ist das widerlich. Okay, dafür brauche ich die gleiche Kurbel wie bei dem anderen Ding. Okay, da geht's runter in den Keller. Wo ist die alte Schabracke? Jetzt ist die Frage, muss ich runter in den Keller oder muss ich hoch? Ich gehe erstmal hoch. Einen Moment. Normalerweise müssen wir doch... Da wird mir aber kein Keller angezeigt. Einen Moment mal. Gewächshaus, aha. Der Weg führt also wahrscheinlich ins Gewächshaus. Da kann ich von da aus dann darüber... Okay, das ist der Rückweg, nehme ich ganz stark an, so wie das aufgebaut ist. Ah, eine Krähentür. Eine Krähentür? Ah, verdammt. Zoe, du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht?
Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Und was planst du, mit einem Altar anzustellen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Okay, die hat da oben einen Altar gebaut. Ich weiß nicht für was oder für wen, aber sie hat einen Altar gebaut. Hey, schön. Man braucht ja immer was zu tun zu haben, ne? Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe? Du armseliges, verwöhntes Kind. Ich wünschte, du wärest nie geboren worden. Unausstehlich armselig. Steh. Sick. Ich versuche. Ist das vielleicht ein Code? Aber immer so herabschauend auf uns und versuchst dein Zuhause zu verlassen. Nach allem, was wir für dich getan haben. Armseliges, armselig. Wenn du in deinem Altar, wenn du meinem Altar auch nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab und serviere sie als Steak. Lecker. Okay, einen Moment mal. Zu Hause. Okay, nein, das scheint kein Code zu sein. Gut, ich glaube, da müssen wir runter. Mia hat ja auch schon versucht, hier runterzukommen. Aber irgendwie, die ganze Geschichte mit Ethan und Mia, das ist mir alles ein bisschen zu... ich weiß nicht. Ich kann da irgendwie nicht ganz so mitfühlen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ah, da haben wir die Kurbel. Du schon wieder. Ich weiß nicht, was mir das bringt, ob mir das überhaupt irgendwas bringt, aber ich mach's so einfach kaputt. Mistvieh. Ja. Was nun? Wie komme ich hier raus? Das Bild ist weg. Ja, okay. Der Weg ist versperrt. Jetzt muss ich aber trotz allem irgendwie wieder hier rauskommen. Ach, da kann ich wieder rausklettern. Okay. Ach komm. Nerv mich nicht. So, die Kurbel. Sehr gut. Gleich mal wieder mitnehmen. Na, ich glaube, ich nehme mal den Weg. Zack. Mal raus. Ein Moment. Ich kann doch noch. Ein Moment. Ihr elende Mistviecher. Na. Bleibt ihr wohl da, wo ihr sein sollt? Zack. Na,
Okay, sehr schön. Kombinieren. Kombiniere, kombiniere. Ich höre die Alte doch schon wieder. Ah, sie geht wieder aus dem Raum. Sehr schön. Und sie ist raus. Ah, sehr gut. Geht hinter mir wieder zu. Mein Gott, war das jetzt schwierig. Werd wahnsinnig. Na. Bleibst du wohl stehen? Na. Mistvieh. Ein bisschen Arznei. Hatten ja noch nicht genug. Der Krähenschlüssel. Ich möchte mich hier ganz in Ruhe umsehen. Ohne dass mir möglicherweise irgendwas in den Rücken fällt. Ah, eine antike Münze. Sehr schön. Wie viele habe ich davon jetzt schon wieder? Zwei? Da bin ich. Schätzchen, ich glaube nicht, dass du mich hier sehen kannst. Alter Schabrack soll mich in Ruhe lassen. Den Schlüssel. Na, noch einen mehr und ich kann mir gleich die Steroide besorgen. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Ah, ich höre sie doch schon wieder in der Küche. Herumtapseln. Hüp. Naja. Komm. So, jetzt hätten wir eigentlich schon den Krähenschl... Ich gehe jetzt einfach nach oben. Scheiß es drauf. Oh, shit! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh! Scheiße, ich habe gerade das Mikrofon weggeschlagen. Ja, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Du denkst, du kannst einfach reintrampeln und dich an meinen... Ah, shit. Gott allein weiß, was du uns so getrieben habt. Halt die Fresse, Alter. Okay, ich sollte hier raus. Oh, fuck. Oh, scheiße. Boah, olle Zippe. Glaubst du es denn? Oh, okay, warte, jetzt... Nee. Jetzt brauche ich doch gerade erstmal eine Pause, einen Moment.
Ich lauf zurück und speicher. Das, oh, da brauche ich jetzt gerade erstmal. Nee. Was muss doch nicht sein? Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.